Wachstum ist jetzt tatsächlich der einzige Weg aus der Misere. Ich fühle mich ein bisschen schlecht. Meine linke Seele stirbt. Was Karl Marx wohl davon halten würde. Naja, er hat ja noch 600, 700 Jahre, bis er kommen muss. Damit herzlich willkommen zurück zu. Je nachdem, wann Männerlords genau spielt, geht wahrscheinlich in 600, 700 Jahren eher das los, was Karl Marx als ursprüngliche Akkumulation bezeichnet hat. Mehr Holz. Aha, so, na denn. Mehr Nahrung. Aber ich sehe halt. Ich weiß leider auch nicht, wie lange Karotten brauchen. Keine Ahnung. Kann man sich das hier irgendwo angucken? Das wäre noch cool, wenn man halt sowas auch für Karotten hätte, was man so für Getreide hätte. Aber gut, also für das, was da ist. Okay, aber gut, okay. Wollen nicht jammern, wir wollen ja ernähren. So, wir haben Glück. Jetzt unser größeren der vier Felder wird so langsam. Hier sieht man es, die sogenannten Hatches. Das sind die Hecken, die in England damals errichtet wurden, um eben genau das zu machen. Man teile. Ich habe schon wieder Hunger, wollt ihr mich denn jetzt echt alle ärgern? Moor. Schwindelige Karotte. Karotte. Ajo. Ach ja, ist ja auch gut, wenn die Familien, die hier besetzt sind, auch einfach mehr Mitglieder haben. Ja. Dann habe ich eine höhere Chance, dass ich hier wirklich ordentlich Karotten kriege. Aber woher sehe ich? Also ich kann hier sehen, dass ich noch keine habe. Ja, ich würde es gerne sehen, dass ich welche habe, aber. Also ich meine, ich sehe, dass wir hier angepflanzt werden. Trautesheim Glück allein, und da seht ihr sie, die sogenannten. Ach nein, doch nicht, das sind nur. Okay, damit ich weiß, was ich angewählt habe. Alles klar. Na, ist ja lieb. Ich will mehr. Er ist Gott. Bitte. Ja, darf er nicht zwei. Oh, je, ich brauche auf jeden Fall auch. Ja, schon wieder Hunger. Ich will nicht hungern. Ich will nicht, dass ihr hungert. So, das muss man ja auch mal so sagen. Das will doch keiner. Keiner will das, niemand. Ist denn das ganze Getreide jetzt hin? Also hier ist ein bisschen was gelandet, aber es kann eigentlich so wenig gewesen sein. Hier ist nichts drin. Ja. Superb. Wenn die Leute hungern und ich weiß nicht, wie lange Karotten brauchen. Aha, also. Ja, Death from Starvation, na toll. Also, das mit der Nahrung wird mich noch eine ganze Weile beschäftigen.
Das ist echt das größte Problem. Und eigentlich habe ich alles geschaffen, um das im Griff zu kriegen. Na denn. Morgelt. Ich will wissen, wie lange es dauert, bis diese Karotten fertig sind. Himmel. Dieser Hunger macht mich fertig. Also der Hunger meiner Bevölkerung, meine ich. Ich leide. Tja. Ach, November. Advanced Working Area. Geh mal nach hier und work mal da. Du. Gehst mal und wirkst nach hier. Ja. Running out of food ist genau das, was passiert. Und zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, ja. Okay, also erstmal muss ich irgendwie diesen Hunger unter Kontrolle kriegen. Danach gibt es irgendwas anderes. Das ist schon wieder Januar. Naja, dieses Jahr ist dieses Feld dran.
Okay. Ja, und dann sind wir wieder am Ende des ewigen Kampfes gegen den Hunger. Und ich sage danke, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Wir sehen uns auf der Endcard im Spiel im Zug zwischen Dortmund und Köln. Und ihr informiert euch bitte über die Links in der Beschreibung über neoliberale und rechtsradikale Machenschaften und jetzt nicht auf den Nerven zu gehen, sondern entgegentreten zu können. Und dann viel Spaß beim selber errichten eurer eigenen hungerfreien Idylle in Männerlautz. Wünscht euch euer Aha.